Hallo, willkommen zu meinem neuen Video. Ich war heute bei Pennymarkt einkaufen. Erstmal habe ich heute beide Kinder weggebracht. Bei uns ist wieder Präsenzpflicht in der Schule und die Kinder sind im Kindergarten auch wieder alle eingeladen zum Kommen. Und da ich jetzt langsam merke, dass diese Sozialkontakte, ja, aber auch dieses soziale Empfinden für die Kinder irgendwie rapide abnimmt, habe ich jetzt beide wieder gebracht. Die Rosalind war schon vorgestern in der Schule und die Olivia gestern zum ersten Mal im Kindergarten. Hat direkt super geklappt bei beiden. Beide sind auch direkt ganz anders, ne? Also es ist echt. Ich habe ja immer die ganze Zeit gedacht, oder ja, mir ist schon klar, dass das irgendwie was macht, aber ausmacht. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, für uns ist das mit dem Lockdown, keine Schule und so, alles total easy. Auch nach wie vor jetzt kein großes Drama, aber der Zeitraum, der ist natürlich jetzt langsam zu lang, ne? Ich muss sagen, die Kinder, die sind schon echt ganz anders auf einmal. Olivia, die darf heute im Kindergarten ihren Geburtstag nachfeiern, weil die hatte ja jetzt im Lockdown im Januar Geburtstag. Da hat die sich total gefreut, versteht die aber nicht so richtig, weil die hat mir heute Morgen gesagt, dass sie sich eine Puppe wünscht. Musste ich ihr erstmal erklären, dass sie gar nicht richtig Geburtstag hat. Die freut sich auf jeden Fall total. Die sind beide jetzt weg und dann habe ich heute zum ersten Mal den Morgen, also die Olivia geht nur 3 Stunden in den Kindergarten, aber den Morgen für mich ganz alleine. Ich war einkaufen, mal wieder ganz in Ruhe einkaufen, alleine und konnte meinen Einkaufszettel 5-mal durchgucken. Und also natürlich hält man sich jetzt auch nicht stundenlang im Supermarkt auf. Das ist ja eh jetzt nicht so doll, aber mal einfach mal so, sonst ist man immer so gestresst und in Hektik, weil dann will sie wieder was, dann ruft sie, dann rennt sie weg. Ne? Die Olivia sitzt ja immer im Wagen, aber die säbbelt eigentlich ununterbrochen beim Einkaufen. Und wenn die dann auch irgendwas nicht bekommt, sagt die das auch 10, 15 Mal und wird auch immer lauter. Ja, es war wirklich erholsam. Es war wie ein Ausflug für mich. Ja, da macht das Einkaufen auch direkt wieder Spaß. Ich gehe nämlich eigentlich gerne einkaufen in letzter Zeit, aber nicht so. Dann zeige ich euch jetzt mal, was ich alles eingekauft habe. Einen Wochenplan hatte ich ja auch schon geschrieben. Ich muss sagen, dass ich mich jetzt nicht mehr so sehr an Low Carb halte, weil ich ja diese App runtergeladen habe, da mit diesem Kalorienzählprogramm. Und ich mich jetzt eher daran orientiere, weil ich es dann einfach besser so sehe. Da sind ich versuche das mit den Kohlenhydraten trotzdem auch beizubehalten, aber ich bin da schon manche Tage drüber und habe aber trotzdem ein Kaloriendefizit. Ja, aber für mich ist das jetzt einfacher, weil ich das jetzt alles damit mit dem Sport. Ich mache jetzt, also seit 3 Wochen haben wir jetzt dieses Ergo-Fahrrad und Ergo-Trainer. Fahrrad. Ich bin da jetzt so gut wie jeden Tag drauf. So, ich war bei Pennymarkt einkaufen, habe da 85 Euro ausgegeben und danach war ich noch schnell bei Rewe, weil ich 3 Teile nicht bekommen habe und Rewe direkt nebenan ist. Damit fange ich jetzt mal eben an. Bei Rewe habe ich jetzt bezahlt 18 Euro, also zusammen 103 Euro. Wirsing, den habe ich nämlich bei Pennymarkt nicht bekommen, deswegen musste ich nach Rewe. Dann den Brokkolifisch, den gab es bei Pennymarkt auch wieder nicht. Dann wollte die Rosalind gerne Himbeeren. Habe ich jetzt bei beiden nicht bekommen, aber bei Rewe hatten sie jetzt Erdbeeren. Ich denke, das ist auch okay. Erdbeeren isst sie auch sehr gerne. Dann hatte ich bei Rewe zufällig im Gang standen diese Bohnen. Die habe ich mal mitgenommen. Die sind jetzt nicht geplant, aber wir essen gerne mal ab und zu so einen Bohnensalat zum Essen. Und bei Pennymarkt gibt es die nämlich im Glas gar nicht. Und die in der Dose, die schmecken nicht als Salat. Und dann hatte ich noch bei Rewe kleine Maisdosen genommen. Einfach nur, weil mir einfiel, dass wir jetzt schon länger gar kein Mais hatten. Die Maisdosen, wo ich letztes Mal irgendwo einkaufen war, waren hier nicht da. Dann hatte ich eine große genommen, aber die muss ja dann auch immer direkt verbraucht werden. Die Kinder essen beide gerne Mais und die Rosalind isst ja gerne mal ein Sandwich-Toast mit Mais drin. Und deswegen habe ich die jetzt noch. Ja, und dann war ich da halt beim Metzger und habe Frankfurter geholt. Dann habe ich gesehen, dass sie noch diese kleine Fleischwurst haben, die wir gerne essen, und Zwiebelmett. Ja, und das war es auch schon bei Rewe. Bei Pennymarkt habe ich gekauft Emmentaler. Den brauche ich für irgendein Mittagessen, aber nicht den ganzen. Deswegen ich brauchte auch eigentlich ein Stück. Ich habe aber Scheiben genommen, weil ich nicht den ganzen brauche. Und so kann man, oder besser gesagt, der Patrick, den dann auch noch auf dem Brot essen. Rote Paprika habe ich 6 Stück geholt.
Die anderen drei kommen gleich noch, weil ich nochmal gefüllte Paprikaschoten machen werde diese Woche und noch in irgendein Essen mit Gemüsepfannenmäßig auch nochmal Paprika reinkommt. Dann habe ich nochmal Kaffee geholt. Der ist im Moment bei Pennymarkt im Angebot für 3,49 und wenn man vier Packungen kauft, dann kostet jede Packung 2,99. Dann habe ich hier mal geholt gefrorene italienische Kräuter und auch gefrorene Petersilie. Die brauchte ich jetzt schon 2-3 Mal und hatte keine mehr. Da denke ich nämlich nicht immer so dran, dass das alle ist. Dann habe ich einen Sahnekäse, den brauche ich auch für ein Mittagessen auf jeden Fall. Einen kleinen Sack Kartoffeln, Bio-Kartoffeln habe ich jetzt genommen, ehrlich gesagt, weil es der kleinste Sack war. Dann Knoblauch. Ja, das nervt mich auch. Wenn ich gewusst hätte, dass ich noch nach Rewe gehe, hätte ich den auch nicht geholt. Wir brauchen eigentlich höchstens einen Knoblauch die Woche. Die sind halt immer in so einem Riesennetz. Und gestern habe ich erst wieder einen ganzen weggeschmissen, weil der leider schon total kaputt war. Schalotten, die brauche ich für 2-3 Mittagessen sogar. Dann habe ich uns mal einen Vorrat angelegt an Suppennudeln. Denn Suppennudeln sind ja total rar. Also der Patrick, wo war der denn ja letztens? Ich glaube, der war letzte Woche Samstag bei Rewe einkaufen. Und für seinen Cheat Day nämlich wollte der sich noch irgendwas holen. Und da habe ich gesagt, bring mal bitte Suppennudeln mit. Und die hatten bei Rewe keine Suppennudeln, nur so glutenfreie Sterne. Ist jetzt nicht schlimm, die schmecken ja wahrscheinlich genauso gut. Nur die sind erstmal wie so eine komische Farbe. Dann denke ich, waren die auch teurer. Und Patrick sagte, die hatten aber keine anderen Nudeln da. Bei Pennymarkt gibt es auch nur diese Suppennudeln in diesen Tütchen. Die reichen ja für eine Suppe nur. Ja, da habe ich einmal Buchstabennudeln und diese Muscheln. Das sind immer zwei Tüten so zusammen. Kosten 49 Cent, also sind echt günstig. Dann habe ich nochmal einen Vollkorntoast für die Kinder geholt. Dann dunkle Weintrauben. Dadurch, dass die Kinder ja jetzt auch immer, ich meine, die Rosalind geht nur noch heute und dann hat die für diese Woche, weil die haben Wechselunterricht. Trotzdem muss man ja jetzt auch immer wieder was in die Dosen packen. Da hatte ich am ersten Tag gar nicht so dran gedacht. So, dann habe ich Champignons geholt, weil ich habe seit 2 Wochen ungefähr einen Ofenkäse im Kühlschrank und kann mir den nicht machen, weil ich nichts habe, was ich da rein dippen kann. Jetzt habe ich Champignons geholt. Es gab leider auch nur noch diese braunen und diese kleine Packung. Das war auch die allerletzte Packung bei Pennymarkt. Die Mini-Roma-Tomaten, die hatten wir jetzt beim letzten Mal auch und die habe ich vor ein paar Tagen abends so weggegessen, die ganze Packung. Die waren so lecker. Dann habe ich Bockwürstchen geholt, ja, und eine Fleischwurst von Pennymarkt, weil ich nicht wusste, dass ich nach Rewe gehe und weil bei Rewe gibt es auch diese dünne Fleischwurst immer nur, wenn die im Angebot ist und die war jetzt gar nicht im Angebot, aber die hatten die zufällig trotzdem noch da liegen. Ja, konnte ich jetzt nicht wissen, aber jetzt habe ich hier noch diese von Hertha abgepackte. Die Kinder essen im Moment beide gerne Fleischwurst. Die Rosalind hat immer so phasenweise nicht so gerne Fleischwurst gegessen. Dann habe ich die Pink Lady Äpfel, weil Äpfel esse ich im Moment auch richtig gerne und viel. Dann habe ich hier mal so Baguettebrötchen für die Kinder. Der Patrick hatte ja jetzt eine ganze Zeit lang immer abends sich Brötchen gemacht und da haben die sich jetzt so dran gewöhnt, dass die dann auch eins gekriegt haben. Jetzt isst der auf einmal keine Brötchen mehr und jetzt gibt es gar keine Brötchen mehr für die Kinder. Können ja natürlich ihre Brötchen weiter essen, aber irgendwie denkt man dann nicht so drüber nach. Und dann Eiweißbrot, das was wir immer essen, von Harry, das schmeckt uns am besten. Dann so Mini-Kirschjoghurt habe ich mal geholt, wollte ich mal gucken, ob die Kinder das mögen. Der Patrick war ja vorletztes Mal einkaufen und hatte ja diese nachgemachten Fruchtzwerge geholt, wo ich gesagt habe, das essen die Kinder auf gar keinen Fall. Haben die tatsächlich gegessen. Dann war bei Pennymarkt hier dieser von Supike, dieser Thunfisch-Mexikaner-Salat im Angebot. 2 Stück für 3,29 und normalerweise kostet einer schon 2,49 oder 69, weiß ich jetzt nicht genau. Da habe ich jetzt mal 4 Stück mitgenommen. Der Patrick isst die sehr gerne, diesen Low Carb. Und dann habe ich 4x Energy für den Patrick mitgenommen, weil der ist ja jetzt umgestiegen, komplett nur noch auf Wasser und hat gesagt, aber so jeden zweiten Tag ein Energy wird er ja wohl dürfen. Ich hatte ihm letzte Mal Red Bull Sugar Free geholt, fand er auch gut, aber ja, er sagt, das schmeckt halt besser, ne? Mettenden für meinen Wirring.
Genau, dafür waren auch die Kartoffeln. Sonst gibt es nämlich diese Woche gar keine Kartoffeln. Dann die Lieblingssalami von der Rosalind. Kochschinken, den brauche ich zum Kochen. Dann habe ich mal hier so Bacon mitgenommen. Den essen die Kinder und auch wir gerne mal zum Frühstück oder so. Hauchdünne Mortadella, die Rosalind so gerne mochte. Haben wir jetzt ganz lange nicht gehabt, weil sie hatte sich da ein bisschen satt dran gegessen. Jetzt wollte ich das nochmal probieren, ob sie jetzt vielleicht da wieder Bock drauf hat. Dann habe ich nochmal diese kleinen Mini-Salami für die Kinder geholt. Die passen auch gut in die Dose. Dreimal 7-Up Zero. Dann habe ich nochmal Tomatenmark. Das ist eine Reservepackung. Geriebene Gouda. Der muss auch in irgendein Essen, oder besser gesagt, irgendein Essen überbacken muss der wohl. Eine Packung Bua Bua habe ich mir für die Kinder mitgebracht. Suppengrün. Und dreimal Milch. Dann habe ich mal diesen Kaffee noch von Starbucks. Der war, also zählt auch ins Angebot. Houseblend. Den wollte ich dann jetzt auch nochmal probieren. Da sind ja weniger drin, deswegen ist der ja eh schon immer teurer. Dann habe ich hier nochmal diesen griechischen Naturjoghurt für uns. Und dann habe ich mir hier Feldnarzissen geholt. Zwei bunt. Die werde ich gleich in die Vase machen. Nesquik-Kakao für die Olivia. Der war im Angebot. Schmeckt aber auch besser als der günstige, muss ich sagen. Zwiebeln. Wir hatten gar keine Zwiebeln mehr. Roma-Tomaten. Wir hatten jetzt eine ganze Zeit lang so viele Tomaten im Kühlschrank versteckt. Aber jetzt haben wir nicht eine einzige mehr. Bananen. Die ich auch gleich wieder in den Kühlschrank packe. Weil beim letzten Mal habe ich es nicht getan, weil der Kühlschrank voll war. Und die konnte ich am nächsten Morgen schon entsorgen, weil die dann hier keiner mehr isst. Wir mögen die gerne kalt und so ein bisschen härter halt vom Kühlschrank. Sonst essen Kinder die nicht. Und dann habe ich nochmal Sonnenblumenöl, ganz normales. Und zweimal Speisequark. Ja, ein paar Sachen jetzt brauchen wir nicht fürs Mittagessen und standen auch gar nicht auf meinem Einkaufszettel, wie zum Beispiel der Speisequark. In letzter Zeit habe ich halt gemerkt, dass wir das gerne so zwischendurch mal essen. So ein bisschen Quark mit, wir machen uns da ein bisschen Müsli rein oder ein bisschen Obst oder beides. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaut auch gerne meine alten Videos an, wenn ihr die noch nicht kennt. Abonniert meinen Kanal, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich freue mich über viel Rückmeldung von euch und wenn ihr in meine Videos reinschaut, freue ich mich auch. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, verpasst ihr auch meine neuen Videos nicht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.